und herzlich willkommen zu einem neuen Garten Work in Progress. Ich habe heute schon ein bisschen fleißig hier geklebt. Die dunkle Seite hier hatten wir ja schon und dachte mir eigentlich, ich mache das hier noch fertig. Habe das schon aufgenommen als Speedpainting und habe jetzt allerdings das Speedpainting unterbrochen, denn gleich kommt hier die Sonne rum und dann wird es schwierig mit aufnehmen. Deswegen werde ich dann wahrscheinlich später das Speedpainting weitermachen. Aber das normale Video aufnehmen, das ist relativ gut, wenn wir da hier keine, ja, nicht so viel Schattenspiele haben. Und ja, deswegen fangen wir jetzt direkt an. Heute ist es relativ ruhig, ich sage relativ, ihr hört es gerade, im Bach nebenan, planschen ein paar Kinder. Und ja, ich mache jetzt trotzdem das Speedpainting, weil ich hoffe mal, das wird euch nicht zu sehr stören. Wir haben heute wieder sehr schönes Wetter, wirklich richtig schöner Spätsommertag sozusagen. Habe ich lange drauf gewartet und ich habe auch endlich mal wieder Zeit, ein bisschen hier draußen zu sein. Die Bauarbeiten sind ja jetzt so gut wie abgeschlossen und ich bin auch wieder fit. Habe jetzt meine letzte Impfung hinter mir und jetzt können wir angreifen und haben auch wieder Zeit für so ein paar schöne Sachen, wie einfach mal raus in den Garten fahren und da zu painten. Ich habe jetzt an dem Bild jetzt ja lange nicht weitergemacht, da ich wirklich auch wieder ein paar Wochen nicht hier draußen war. Oder wenn ich hier draußen war, hatte ich einfach keine Zeit zum Painten, weil dann auch noch andere Sachen anstehen. Ich hoffe, ich kann jetzt im September noch an und an hier rausfahren, dass wir vielleicht das Bild eventuell sogar fertig bekommen. Ich lasse ja den Schmetterling hier immer noch frei, weil den würde ich gerne in einem Speedpainting komplett fertig machen. Ich denke mal, das sieht schön aus, wenn man in einem Speedpainting eine spezielle Sache komplett fertig macht. Ich denke, den heben wir uns komplett zum Schluss auf, sozusagen das Herzstück von dem Bild. Und bis dahin machen wir hier ganz gemütlich an der Sonnenblume weiter. Die hat ja auch wunderschöne Farben. Also das, ich liebe das Bild. Es hat noch einen alten Druck. Man erkennt trotzdem alles wirklich gut. So, jetzt bin ich auf mein Lightpad gekommen. Ja, ich painte sogar draußen bei richtig gutem Licht mit Lightpad. Ich liebe das. Ja, nee, also was ich an dem Bild so liebe, ist halt einfach wirklich, es ist wirklich wunderschön gerastert und man erkennt den Druck auch, wenn es ein alter Druck ist von Diamond Painting Deutschland. Ne? Da wurde ja immer Stück für Stück verbessert. Also das ist noch ein etwas älteres Bild. Aber ich bin sowas von mega begeistert. Das macht so Spaß. Die Steinchen haben so eine super Qualität. Die kann man so einfach und locker setzen und die sitzen trotzdem richtig schön. Ne? Also hier entstehen keine großen Lücken. Das ist einfach so ein Bild, was sich fast wie von alleine paintet. Ne? Ich bin sehr begeistert und freue mich darauf, wenn das irgendwann mal fertig ist, weil ich bin so gespannt, wie die Sonnenblume und der Schmetterling rauskommt. Allerdings habe ich in der Facebook-Gruppe von Diamond Painting Deutschland das Bild vor kurzem auch schon mal fertig gesehen und ich weiß, was mich erwartet. Umso mehr freue ich mich, wenn ich das Bild dann auch fertig habe und ja, ich es euch präsentieren kann. Wir haben ja gerade viele, viele Projekte am Laufen und ich habe jetzt gestern und heute bisher noch nicht an meinem Jewels and Chills Bild geklebt. Mir fehlt auch noch der zweite Tag vom Gemeinsam statt Einsam Event. Das Gemeinsam statt Einsam mache ich heute Abend, wenn ich ganz gemütlich nach Hause komme. Das wird ja nicht so viel sein. Und eventuell klebe ich dann auch noch ein bisschen an den Scarity Cats weiter. Aber das werde ich sehen. Das Gemeinsam statt Einsam ist da einfach wichtiger. Ja, heute ist Sonntag. Hier ist es heute relativ schön ruhig. Normalerweise sollten wir heute auch keine Kettensägen oder sonst was hören. Das würde mich sehr freuen.
Und schön wäre es auch, wenn heute der Nachbar nicht kommen würde mit seinem Güllefass oder Heu zu schwadern oder. Ja. Gestern Abend gab es bei uns hier draußen Burger. Wir haben Patties gegrillt, Burger-Patties. Und der war wirklich voll lecker. Dann haben wir hier gesessen, hier an einem Tisch. Und wenn ich jetzt gerade ausschaue, dann sehe ich eine Weide, oder besser gesagt eine Koppel, wo Stuten mit Fohlen drauf sind. Und die sind gestern Abend so herrlich hin und her gerannt. Also die Fohlen haben sozusagen eigentlich immer eine Stute hin und her gejagt. Eine Stute ist immer gemütlich stehen geblieben und die andere ist hinter den Fohlen hergerannt. Und die haben sich immer abgewechselt, sozusagen. Das sah relativ lustig aus. Also ich mag Pferde ja total. Ich war in meiner Jugend übrigens ziemlich vernarrt in Pferde. Ich war auch im Reitverein und habe damals das kleine Hufeisen gemacht und das große Hufeisen. War viel mit ausgeritten. Ich habe mit die Boxen ausgemistet und. Ne? Was man halt alles so macht, wenn man halt da auch im Verein ist und nicht bloß Reitstunden nimmt. Das war eine sehr schöne Zeit. Als ich damals dann hier nach Süddeutschland gezogen bin, hatte ich ja auch überlegt, ob ich wieder anfange mit Reiten. Aber ich finde, das ist halt doch ein ziemlich teures Hobby. Damals hatte ich zwar einen Führerschein, aber kein Auto. Und das hätte ich einfach nicht machen können. Vor allen Dingen auch durch das Schichten, was ich damals noch hatte, war das einfach... Na, es hat sich halt einfach nicht so wirklich angeboten. Und jetzt könnte ich es wahrscheinlich mal in Angriff nehmen. Aber ich sag mir, ich kann nicht 5000 Hobbys gleichzeitig machen. Dadurch, dass ich ja aktuell sehr Diamond Painting verrückt bin und auch sehr gern zocke, habe ich einen gut ausgefüllten Freizeitterminplan sozusagen. Da wüsste ich jetzt gar nicht, ob das dann noch sehr entspannt wäre, wenn ich jetzt sagen würde, ich fange jetzt auch wieder mit dem Reiten an. Weil ich finde, das ist auch so ein Hobby, das kann man... Da muss man dann wirklich mit dem Herzen und mit der Zeit dabei sein und das nicht einfach so mit nebenbei her machen. Also so ist halt mein Gefühl dafür. Wenn ich das machen würde, würde ich dann wahrscheinlich einfach ein paar andere Sachen schleifen lassen. Und gerade eben will ich das nicht ganz so. Vor allen Dingen, solange wir noch diese Corona-Wellen haben, ist mir alles, was ich dann vor allen Dingen auch draußen mache, auch im Winter, ne? einfach noch ein bisschen ja, zu riskant und zu stressig. Aktuell bin ich ja doch da eher die Gemütliche, die sagt, okay, ich bin froh, wenn ich im Winter, wenn natürlich auch wieder die Inzidenzen noch mehr steigen und, wenn ich dann nicht unbedingt raus muss, mich mit Menschen treffen oder, sondern ein Hobby habe, was ich notfalls auch alleine für mich daheim erledigen kann. So. Aber trotzdem, es war eine wirklich wunderschöne Zeit damals. Ich hatte ja früher auch schon sehr viele Hobbys gehabt. Ich habe wirklich vieles gemacht, vom Bowling im Verein, also direkt auch mit Landesmeisterschaften und. Und ja, was hat man noch? Ich habe 11,5 Jahre Ballett getanzt, also so richtig auch mit Spitze und Auftritten und ja, na, Theaterluft. Ich habe vieles gemacht. Ich habe wirklich sehr, sehr viel gemacht. Ich habe als Kind Blockflöte gespielt und ich war im Domchor und ich durfte vieles ausprobieren. Das fand ich echt toll von meinen Eltern, dass die mir da wirklich Freiheiten gelassen haben. Letztendlich hat sich es dann in meiner späteren Jugend oder Kindheit dann darauf manifestiert, dass ich dann sozusagen
Ballett getanzt habe und reiten gegangen bin. Ja, und mit 16 kam dann, habe ich dann mit Ballett aufgehört, bis mit 17, und habe dann aber mit dem Bowling angefangen. Ja, warum ich mit Ballett zum Beispiel aufgehört habe, weil meine Füße kaputt waren. Ich hatte mehrere Fußfehlstellungen und mein Arzt hatte eigentlich gesagt, ich müsste sogar eigentlich mir die Füße operieren lassen, beidseitig wegen Hallux. Und da habe ich gesagt, nee, das ist so eine OP, die wird vielleicht irgendwann mal gemacht werden müssen, wenn das zu sehr weh tut. Ich bin halt so ein Mensch, ich kann noch nicht mal Absatzschuhe anziehen, wenn mir da die Füße einfach wehtun. Ne? Also der Halluxballen. Aber wenn ich normale, gemütliche Schuhe trage, dann merke ich das nicht. Und ich sage mir, nee, wenn das nicht sein muss, dann lasse ich mich dann nicht operieren. Und das sieht halt auch nicht ganz so schlimm aus, wie man es halt von einigen Bildern kennt. Deswegen habe ich das bisher noch nie machen lassen. Und ja, ich bin jetzt 35, ne? Also war das vielleicht damals wirklich auch eine gute Entscheidung, das Hobby aufzugeben und meine Füße zu schonen, der Gesundheit wegen. Nichtsdestotrotz kann es halt trotzdem irgendwann mal sein, dass da Schmerzen kommen. Halt auch so, wenn ich normal laufe, dann wird da eventuell mal eine OP fällig. Aber mein Gott, also Hallux, das kennt gefühlt jeder Zweite. betrifft ja sogar nicht nur Frauen, das haben auch Männer. Also, ja. Gut, reden wir mal über was anderes, anstatt nur über Füße. Füße sind so, ja, ich bin nicht so der Fußfan. gebe ich zu. Ich liebe zum Beispiel auch Nagellack. Eins meiner vielen Süchte. Ich bin Nagellacksüchtig. Ich habe jetzt lange keinen getragen. Ihr habt auch lange keinen mehr auf meinen Nägeln gesehen. Ich glaube, ganz am Anfang, als ich mit YouTube angefangen habe. Aber aktuell ja eher nicht. Das hat aber einfach auch damit zu tun, dass ich das gerade einfach vom Job her nicht hinbekomme. Aber sobald das wieder alles ein bisschen ruhiger wird und ich direkt weiß, wie, wo, was, und dann werde ich mich meinen Nagellackfarben wieder hingeben. Da freue ich mich schon drauf. Und spätestens im Herbst möchte ich auch wieder damit anfangen, dass ihr nicht immer so meine doch etwas abgekrabbelten Finger seht. Und ich kann meine Nägel nicht mehr wirklich lang lassen. Denn ich glaube, das machen meine Nägel nicht mehr mit durch Arbeit. Reißen die relativ schnell ein und deswegen muss ich die immer ziemlich kurz halten. Aber auch kurze Fingernägel kann man, glaube ich, schön lackieren. Und und gerade in so einem Hands-on-Video, wie wir es hier machen, sind, glaube ich, ja, lackierte Nägel, glaube ich, doch recht hübsche Sache. Ja. Heute sind sie ein bisschen, ja, sogar teilweise dreckig. Wie gesagt, ich bin leider hier draußen im Garten und habe heute auch schon ein bisschen im Dreck gewühlt. Ich habe geguckt, dass ich sie relativ sauber habe. Aber ja, falls sie zu dreckig sind, Schande über mein Haupt. Ja, also, wie bin ich jetzt eigentlich auf die Nagellacke gekommen? Weiß ich gar nicht. Ich glaube, ich bin auf Nagellack gekommen, weil ich irgendwas erzählen wollte. Und das ist jetzt weg. Komisch, ich weiß auch nicht mehr, was ich erzählen wollte. Und da schlägt mein Hirn, mein Siebhirn wieder zu. Das Wichtigste wurde ausgesiebt. Sehr gut. Aber ihr kennt das bestimmt auch. Das ist ähnlich, wie ihr geht in einen Raum. Und was passiert? Ganz genau. Man weiß nicht mehr, was man in diesen Raum wollte. Ich muss jetzt mal ganz kurz mein Bild ein bisschen rüberschieben. So.
weil ich kann auch einfach ein bisschen weiter nach links rutschen, aber dann bin ich einfach zu weit weg vom Handy und dann hört ihr mich wieder schlecht. Und das ist natürlich auch nicht so gut. Hier draußen ist ja eh die Geräuschkulisse nochmal komplett anders als drinnen. So. Ja, aber dieses Phänomen, man geht in den Raum, wenn man irgendwas holen wollte oder irgendwas machen wollte, und dann steht man und dachte man, was wollte ich jetzt? Was wollte ich jetzt? Manchmal fällt es einem nochmal ein, dann fällt es einem wie Schuppen von den Augen. Aber manchmal, muss ich zugeben, fällt es mir auch nicht mehr ein. Ich bin da wirklich ein Schussel erste Güte. Ich hatte es ja schon mal erwähnt, dass ich schusselig bin. Aber das zählt mit zu meinen größten Stärken in der Schusseligkeit. Ne? Und guckt es euch an. Ne? Apropos Schussel. Da ist mein Wachs reingefallen. Ich hatte das letzte Mal schon gesucht und habe dann ein neues angefangen. Aber ich habe es da drin. Habe ich ja ganz toll gemacht. So. Ja, heute ist Sonntag. Schönes Wetter. Ihr hört es. Die Motorradfahrer sind wieder unterwegs. Hört man natürlich wieder sehr gut. Es geht auch ein gewisser Wind. Und ja, Wind überträgt natürlich ja auch Lautstärke relativ gut. Aber immerhin hat auch schon mal der Kirchturm geläutet. Was ich heute machen werde, ich fahre noch mal eventuell ins THW. Denn wir haben da ein neues Fahrzeug bekommen. Das möchte ich natürlich mit bewundern. Und wenn ich von hier nach Hause fahre, fahre ich eh an unserem Ortsverband vorbei. Und da gucke ich da mal. Und nehme ein schönes, großes Auto. Da freut man sich natürlich, wenn man sowas bekommt. Und das ist ja nicht alltäglich, dass ein... dass sozusagen so ein Verein wie das THW ein komplett neues, großes Fahrzeug bekommt. Das ist eher eine sehr, sehr, ja, eine relative Seltenheit. Und da muss ich gleich mal gucken. Ich bin ja aktuell auch nicht mehr so viel im THW aktiv. Aber immerhin nochmal ein bisschen gucken und. Ja. Mal schauen, wann ich wieder ein bisschen was machen kann. So. Und das Bild, das wird wirklich... Also mit jedem Steinchen, was ich setze, mit jeder Farbe, werde ich glücklicher und zufriedener. Und es ist einfach so schön, mal wieder hier draußen zu sein. Das hat mir so richtig gefehlt. Auch wenn ich mega glücklich bin, dass ich ja jetzt meine Baustelle an der Wohnung fertig habe. Oder so gut wie fertig habe. Jetzt fehlen bloß noch so ein paar Sachen, wie ich muss meinen PC aufbauen. Dafür brauche ich aber noch Möbel von IKEA. Das habe ich immer die ganze Zeit jetzt irgendwo geschoben. Letzte Woche habe ich es nicht gemacht, weil ich gesagt habe, was soll ich Montag das Zeug von IKEA kaufen, wenn ich mich Dienstag impfen lasse, und dann geht es mir vielleicht die ganze Woche schlecht, wie es dann auch so war. Andermal hatte ich es nicht geschafft. Und bei schönem Wetter habe ich mir eigentlich auch immer gedacht, was soll ich nach Arbeit zum IKEA fahren? Bei schönem Wetter will ich die Zeit lieber nutzen, um in der Hängematte zu liegen oder hier rauszufahren oder vielleicht doch was anderes machen. Und Entschuldigung. Oh Gott, ich hoffe, das war jetzt nicht so laut. Wenn es zu laut ist, schneide ich es raus. Ansonsten lasse ich es einfach drin. Man muss ja nicht immer alles schneiden. Ich schneide schon viel zu viel. Und ich möchte mal gucken, dass ich nicht zu viel schneiden muss. Weil das geht ja natürlich auch auf die Zeit. Und ja, ich mag, wenn es einfach ein bisschen authentisch ist. Nur wie gesagt, wenn ich merke, dass es ein bisschen unangenehm wird, wie zum Beispiel... Als passiert irgendwas, dass es zu laut ist. Wie zum Beispiel ein Niesen, was zu laut ist. Dann sowas schneide ich natürlich raus. Ich
kann mich noch ganz gut erinnern, als ich die Scaredy Cats ausgepackt habe. Das war ja auch hier draußen im Garten. Zu dem Zeitpunkt waren ja auch viel die Nachbarn da auf dem Feld mit ihren Gerätschaften. Das war sehr laut. Deswegen habe ich bei dem Video sehr viel geschnitten. Und da war ich eigentlich gar nicht so zufrieden, wenn ich so viel schneiden muss. Im Grunde reicht es mir, wenn ich sage, okay, ich mache mein einen Take, wo ich ein bisschen mit euch quatsche. Und ansonsten, das Einzige, was dann geschnitten wird, sind die Zeitraffer, wo ich dann die Musik noch mit einspiele. Wenn ich das so schaffe, dann bin ich dann immer eigentlich am glücklichsten. Denn zu viel Schnitt gefällt mir persönlich auch nicht. So. Seid ihr eigentlich im Kopf schon im Herbst angekommen oder seid ihr gerade noch so ein bisschen, ihr versucht nach jeden Tag als Sommer so zu genießen? Bei mir ist es zweigleisig. Bei schlechtem Wetter liebe ich es natürlich aktuell an meinen Scaredy Cats zu painten und da fühle ich mich auch schon richtig herbstlich. Ich habe ja auch bei mir schon meine Heizung angemacht, als so schlechtes Wetter war und. Allerdings gestern und heute war es wirklich schon so, dass ich einfach nochmal richtig zurückversetzt in den Sommer wurde, weil einfach so schönes Wetter ist. Das muss man wirklich sagen, ich genieße das. Und ich genieße es auch wirklich total. Ich wollte heute eigentlich nicht ganz so spät nach Hause fahren. Aber es ist so geniales Wetter, dass ich mir sage, hey, ich bleibe heute so lange hier draußen, wie es einfach aushält, wie ich Lust und Laune habe. Da muss halt einfach das, was ich mir noch vorgenommen habe, einfach ein bisschen warten. Solange ich noch genügend Zeit habe, um kurz im OV anzuhalten und das Feld 24 von meinem gemeinsamen Stadt-Einsam-Projekt zu painten, bin ich zufrieden. Mehr nehme ich mir heute nämlich dann einfach nicht vor. So, die Lehm. Okay. Was wir heute auf jeden Fall noch machen, dass ich jetzt hier dann noch ein bisschen weiter painte und ich mache das auch weiterhin in Zeitraffer. Sozusagen das Zeitraffer, was ihr dann sehen werdet, ist dann das, was ich hier vorm Reden gelegt habe, von diesem Eck und danach. Zwischendrin kommt das Gerede, aber das Zeitraffer schneide ich dann als ein Zeitraffer zusammen. Ja, bisschen wirr, aber ich stehe dazu, dass ich halt ein bisschen wirr oder verwirrt bin. Was wir jetzt noch machen, ist das K. Und nach dem K würde ich ins Zeitraffer überwechseln. Aber solange haben wir noch ein bisschen was zu quatschen. Ja, die Scaredy Cats. Da bin ich ja dank meines Fiebers, was ich hatte, recht weit gekommen. Ich habe ja dann letzte Woche nach der Impfung eigentlich immer zwischen Sofa und Painting-Tisch hin und her gewechselt, weil ich habe halt wirklich sehr viel geschlafen. Allerdings konnte ich auch nicht so lange liegen, weil mir dann irgendwann, ich hatte halt so Gliederschmerzen, das heißt, dass selbst das Liegen eigentlich gar nicht so angenehm war. Deswegen habe ich immer mal so eine 10 Minuten, Viertelstunde gepaintet und dann mal wieder mich hingelegt, ein, zwei Stündchen geschlafen und dann mal wieder ein bisschen gepaintet. Dadurch bin ich doch relativ weit gekommen, finde ich, mit den Scaredy Cats. Das wird jetzt natürlich alles wieder ein bisschen langsamer werden, denn ich habe noch ein bisschen was vor. So außerpainting-mäßig. Im Oktober bin ich auch ein paar Tage nicht zu Hause. Da geht es ja in die Heimat. Da werde ich auch an den Scaredy Cats nicht weitermachen können. Und naja, den Rest, den sehen wir dann. Aber ich denke mal, das wird alles relativ gut laufen. Dann mache ich mir keine Sorgen, dass wir dieses Bild nicht bis zum 31. Oktober schaffen.
Und die Scaredy Cats, ja, die machen auch richtig Laune zu legen. Bin da schon ziemlich vernarrt in das Bild. Aber ich muss sagen, eigentlich bin ich fast in alle meine Bilder vernarrt. Ich habe mittlerweile jetzt so viele Shops für mich entdeckt, mit denen ich wirklich zufrieden bin, dass ich wirklich sagen kann, wenn ich mal irgendwo enttäuscht bin, dann ist es für mich nicht schlimm, weil ich habe genügend andere Anlaufstellen, wo ich weiß, da bekomme ich schöne Bilder her. Und dank Your Diamond Painting oder Diamond Painting Deutschland habe ich da auch genügend tolle Anbieter aus Deutschland oder den deutschsprachigen Raum, wo ich ein paar schöne Sachen herbekomme, ohne dass ich direkt im Ausland bestellen muss. So. Oder sagen wir mal aus dem Nicht-EU-Raum. Allerdings werde ich natürlich auch weiterhin mal bei AliExpress, insbesondere Evermoment, bestellen. Und bei Diamond Art Club, Dreamer Designs, wenn ihr was Schönes habt. Da gibt es so viele schöne Anbieter. Vielleicht probieren wir auch den einen oder anderen nochmal mit aus. Oder Picasso. Picasso hat ja auch, wie gesagt, dieser wunderschöne, bunte Papagei oder farbenfrohe Papagei. Bunt ist er ja nicht. Er ist halt grün. Und ihr wisst, ich liebe grün. Und er ist aus Strass. Und er lässt sich auch so super legen. Ich könnte gerade wirklich schwärmen, weil ich so viele schöne Projekte habe. Und ich finde es halt schön, dass es mittlerweile auch richtig, richtig gute Anbieter gibt, wo man Leinwände mit Poet Glue herbekommt und Harzsteinchen. Das macht mir wirklich, das macht mich sehr zufrieden und bringt mir eine sehr gute Laune auch, muss ich zugeben. Ja. Und jetzt habe ich, glaube ich, genügend geschwärmt und vor mich hingeprappelt, dass ich sage, wir werden mal ins Speedpainting übergehen. Eventuell kommt nach dem Speedpainting nochmal ein kleiner Überblick, wie weit ich hier heute gekommen bin. Da zeige ich euch nochmal das komplette Bild. Das ist ja schon ein bisschen, bisschen wirr angefangen. Ich habe da hinten die Ecke, da die Ecke, da die Ecke. Den Schmetterling lass mal frei. Ich habe da ja immer irgendwo ein bisschen da gepaintet, wo ich gerade am besten hingekommen bin oder worauf ich Lust hatte. So wirklich systematisch bin ich bei dem Bild sozusagen nicht vorgegangen. Vielleicht das mal da einfach mal gucken. Wo stehen wir hier bei dem Bild? Haben wir die Hälfte vielleicht schon geschafft? Haben wir vielleicht schon über die Hälfte geschafft oder dauert es noch ein bisschen? Da gucken wir dann einfach mal, wo wir dann da angekommen sind. Also, viel Spaß beim Speedpainting, ihr Lieben! Bye.
So, ihr Lieben, das ist jetzt der aktuelle Zwischenstand. Wir haben hier schon alles fertig. Das Eckhammer fertig. Und hier unten den Schmetterling lassen wir frei. Den machen wir ganz zum Schluss mal in einem Video. Und diese Fläche hier, die kommt hoffentlich dann demnächst mal mit dran. Wie gesagt, ich zeige euch nochmal die Steinchen. Ja, also die sind ein Traum. Ein absoluter Traum. Lässt sich super legen. Und ich bin wirklich gespannt, wie das dann mal fertig aussehen wird. Und das war's dann jetzt heute eigentlich auch schon mit meinem Video. Ich mache für heute Schluss. Es ist jetzt Sonntagabend. Die Sonne geht langsam runter. Ich fahre nach Hause. Und ja, wenn ich das jetzt hier so sehe aus dem Winkel, ne, das sieht schon richtig toll aus. Bin gespannt, wie der Schmetterling rauskommt. Das ist bestimmt auch richtig toll. Ja, also, ich danke, dass ihr reingeschaut habt. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ich hoffe, wir können bald nochmal einen Garten Work in Progress drehen mit diesem tollen Bild. Bis bald, ihr Lieben. Ciao.